Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ja, Liga 2020 ist Geschichte, Leute. Die letzte Liga ist ja gewesen. Ich ziehe nochmal so ein kurzes Liga-Fazit hier. Ich habe jetzt in der Woche, dadurch, dass das Update kam, hier so gut wie gar nichts mal aus der Liga aufgenommen oder so. Aber ich habe doch relativ viel in den Livestreams A gezeigt und B natürlich auch gemacht. Wir haben die letzten beiden Tage bzw. gestern Abend nochmal den Ligatag beendet mit Only Live von Rathaus 9 bis an den 9er. Die 9er hatte ich gestern schon durch, von Rathaus 10 bis Rathaus 13 dann hoch. Ich hoffe, das hat euch ganz gut ein bisschen gefallen. Und ich springe jetzt mal kurz durch die Clans, wo ich überall so rumhänge und sage mal so ein, zwei Sätze dazu. Also ihr seht hier auf der, ich sage mal auf der Lela. Ich bin natürlich nicht auf der Lela, sondern auf dem Account der Lela hier. Im Clan Free-to-Play, hier suchen wir auch noch Member. Mal kurz Werbung in eigener Sache. Also wir sind hier 35 von 50. Da gibt es noch ein, zwei Spenden-Accounts, die dann wieder weggehen. Und dann suchen wir hier wieder ab Rathaus Level 7, seht ihr dort, aufwärts. Also vor allen Dingen aufstrebende 9er, 10er, 11er, aber mit ordentlichem Equip, also nichts Gerushes hier oder so, sondern ich sag mal so ganz normal casual gelevelt. Wir haben hier die Liga gehalten, also wir waren in Goldliga 1 und sind jetzt auch wieder in Goldliga 1. Ich kann auch viermal Bonus vergeben, ich muss noch mal gucken, wo ich das mache, denn bevor man den Bonus nicht vergeben hat, also ich muss die Leute jetzt selecten, bevor man den Bonus nicht vergeben hat, kann man keinen neuen Clankrieg starten. Also nur mal so für euer Know-how. Mehr ist aber auch nicht drin gewesen, ganz klar. Wir haben aber die Elite-Kämpfer wenigstens noch hinter uns gelassen, aber die haben auch nicht alle angegriffen. Das war der einzige oder das war einer der deutschen Clans hier bei uns mit in der Liga. Und haben aber, denke ich mal, ganz ordentlich Medaillen noch gemacht. Auch nette Zerstörung, das passte so. Wir haben halt das Beste rausgeholt, was es hier rauszuholen gibt aus der Liga. Ich denke mal, aufsteigen werden wir hier nicht. Dafür haben die anderen schon in Goldliga 1 teilweise zu viele gute 11er, 12er, 13er. Und dann wird es auch schwierig, hier ein bisschen was zu reißen. Wir springen mal in den nächsten Clan rein. Ich cutte euch das immer ganz, ganz hart. Und dann gehen wir mal zum Clan FC Hollywood Junior. Das ist der Clan oder einer der Clans von meinem lieben Gary Mod, Mod Gary. Und da sah es nämlich katastrophal aus. So, hier bin ich auf dem Donnerbengel, Rathaus 11. Und die sind so ein bisschen so, die sind schon ganz gut in den letzten Zügen hier. Das sieht viel aus. Was wir hier noch zu machen haben, ist aber gar nicht mehr so viel. Und noch drei Heldenlevel, also eigentlich nur noch ein Heldenlevel, weil für die beiden letzten Level des Kings hier habe ich Bücher. Ich habe ja jetzt auch wieder Bücher, nicht Medaillen. Ich habe jetzt auch wieder ein paar dazu bekommen. Kurzes Liga-Fazit hier. Katastrophe. Katastrophe, wir sind abgestiegen. Ich meine, das ist jetzt nicht die Katastrophe, aber die Gruppe war eine Katastrophe. Alle waren 1000-mal besser als wir. Ich will nicht sogar sagen 2000-mal besser als wir. Und die ganze Woche bestand nur aus Hit-Ups hier. Das heißt also, so ziemlich alle Rathausstufen, bis natürlich oben die 13-13er und vielleicht mal 12-12er, mussten hier die ganze Woche immer bessere Rathausstufen angreifen. Und das zehrt, denke ich mal, nicht nur an meinen Nerven, sondern auch an euren Nerven, wenn ihr immer nur ein 11er oder teilweise ein 12er mit eurem 10er angreifen müsst oder ihr müsst immer mit dem 11er 13er angreifen. Na, irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Ich meine, das macht mal Spaß beim Farmen oder so vielleicht, aber hier in der Liga ist das einfach grottig. Wie viele Sternchen habe ich denn hier eigentlich gemacht? Ganz, ganz weit unten. Okay, 10 Sterne immerhin voller Bonus bekommen hier. Schief Barfuß hat noch 9 Sterne und der Chefkoch hat, scheint mehr zu haben. 13 Sterne, okay. Ich weiß gar nicht, ob man hier, man kann glaube ich doch noch mal einmal Bonus verteilen, aber es gibt halt hier keinen zusätzlichen Bonus, weil hier unten einfach mal alles nur braune Haken sind, kein einziger grüner Haken dabei. Also wirklich hart alles hier verloren. Aber nicht wirklich alles verloren. Neue Freunde natürlich gewonnen. Und natürlich um einiges an Erfahrung reicher. Leider. Nächster Clan. Okay, Dorf lädt. Loading. Jo, ich bin auf dem 13er auf Thorsten. Und hier haben wir eine äußerst gute Liga gespielt. Hier gehen jetzt schon ganz, ganz viele weg, sehe ich gerade. Aber hier haben wir wirklich eine coole Liga gespielt.
denn wir sind hier Zweiter geworden, ganz knapp. Aber was heißt ganz knapp? Ziemlich knapp, aber in Champ 3 geht schon. Ich habe in dieser Woche tatsächlich auch 2-3 Sterne hingelegt, glaubt man kaum, einen sogar mit Drachen. Unmöglich. Aber 417 Medaillen gab es dazu. Danke übrigens für den Bonus. Der Bonus wird hier immer für die verteilt, die eigentlich am meisten Sterne haben. Aber mich wundert es eigentlich gerade, dass ich mit in die Bonusmedaillen gekommen bin. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier vergeben konnten noch an Bonus oder wie viele Leute das waren. Das müsste man, ich glaube, man sieht das noch mal im Chat, ne? Lass mal gerade gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal Medaillen, okay. 10 Mal Medaillen noch zum Vergeben. Und hier in der Gruppe, wie gesagt, sind wir guter Zweiter geworden, 279 Sterne. Wir haben sogar etwas mehr Gesamtzerstörung als der Erste. Schade, dass es nicht nach Prozenten geht, sondern es geht ja nach Sternen. Aber 279, die waren jetzt für uns hier in Ordnung. Das ist jetzt nicht so dolle, über 300 wäre natürlich noch besser, hat aber auch selbst der Erste hier nicht geholt. Aber ich denke, wir haben trotzdem noch coole Kriege hier abgeliefert. Im letzten Klankrieg habe ich dann auch noch mal Nerven gezeigt mit einem Stern. Das seht ihr hier und das könnt ihr nochmal live nachverfolgen. Den haben wir nämlich live gemacht. Da hieß es dann nur, Toto, das Ding da musst du mitnehmen, dieses große Teil da, was da mitten in der Base leider noch stehen blieb, nämlich das Rathaus. Und aber dennoch haben wir hier jetzt 33, 32 gewonnen. Richtig krasses Ding. Ich glaube, unser bester Spieltag war dieser hier, der 6. mit 37 Sternen hier und 7 Dreiern auf unserer Seite. Also das war wirklich schon eine coole Sache hier und eine schöne Woche hier gehabt. Viele, viele Marken und Sterne gemacht. Jetzt kann man mal das Season Result nochmal sehen. Gruppe und dann wir. Details. Ah ne, nicht Details. Wo kann man denn sehen, wo wie der Boni hier verteilt wurde? Warte mal. Wo sieht man denn sein eigenes Ranking? Season Info. Clan. Ah, hier sieht man das. Okay, 11. Hab ich mich da jetzt so hart gerade eben verzählt? Oder wollte vielleicht von den Oberen keiner Bonus? Okay, habe ich mich vielleicht doch so hart verzählt? Naja, egal. Wir gehen in den nächsten Clan. Das ist jetzt der letzte Clan. Also hier schon mal Aufstieg. Und hier geht es auch ganz fröhlich weiter. Für die meine Folgen immer gucken. Ich habe nach der Folge von Dienstag, wie besprochen, den Roll Champion hier auf 25 und habe auch den Zauber gelevelt. Das heißt, es gibt nichts mehr zu leveln hier. Den habe ich auch fertig, den neuen Zauber. Wo ist er hier? Der unsichtbare Zauber. Ich habe, okay, ich habe alle gelevelt. Ja, der ist jetzt auch auf 4. Also passt. Update fast durch. Ein X-Bogen noch, ein paar Bomben und dann sind wir wieder ready fürs nächste Update. Im Clan Deutschland Ed haben die Herausforderer gespielt. Da wir nicht genügend 13er waren, um im Clan Herausforderer im Meister 1 zu spielen, haben wir uns kurzfristig dann entschlossen, dass wir geschlossen hier in den Clan Deutschland Ed reingehen und eine 30er Liga spielen. Hat auch funktioniert mit Gästen. Also es waren so ein paar Leute von Disabled da. Es war 1, 2, 3 von Spätzle mit Soße hier, mit 11er und 12er und auch aus dem Clan Free-to-Play war jemand mit Silke, glaube ich, mit ein oder zwei Accounts hier, die aber auch schon die letzte Liga hier mitgespielt haben. Und hier haben wir eine äußerst, äußerst erfolgreiche Woche hingelegt. Ja, in der Tat, mit nur Siegen. Ich meine, hier sieht es genau mal andersrum aus. Und wir spielen hier in Kristall 3 auch. Ist das richtig so? Kristall 2 und werden ganz sicher nach Kristall 1 aufsteigen und dann wird es vielleicht mit 10ern unten nicht mehr so gut gehen, aber ich glaube, wir haben auch nur einen 10er dabei, meines Wissens. Hier unten der kleine Account von Homebutton und das war es dann aber auch, aber ihr seht auch schon in dieser Begegnung hier, das ist jetzt der letzte Clankrieg, hier ist die Liga doch nicht vorbei, okay, hier ist noch nicht durchgekreuzt, denn wir haben hier ziemlich spät erst gestartet, weil uns wirklich bis zum Schluss, bis kurz vor Liga-Startende, hat uns hier noch einer gefehlt, aber wir konnten dann doch starten. Wir konnten hier nur nicht durchtauschen, aber bei den Leuten hier, da ist man auch sehr, sehr sicher. Ich glaube, wir haben hier durchweg 30 Angriffe hingelegt, jeden Tag. Also keiner hat hier irgendwas verpasst. Danke nochmal für die Unterstützung hier, dem Noobs. Der Evil ist sowieso da. Der Bobby hat sich hier kurzfristig noch reingemogelt aus den Streams.
Und Mastermind ist der Eyewitness von Spätzle mit Soße. Alper spielt hier schon länger die Liga mit Chromo Monster Junior auch. Und im oberen Bereich sind das alles unsere, aber wie gesagt, wir haben halt keine 15, 13er, um hier die Liga durchzuspielen. Wir gucken mal gerade rein hier beim Jack. Man kann ja jetzt wieder ein bisschen sehen, innerhalb der Woche war es ein bisschen schlechter, dass man hier nicht wirklich was zeigen konnte. Denn gerade nach dem Update waren ja erstmal alle Wiederholungen weg. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, aber auch der Jack hier, ihr seht das, 3 auf 3, das ist ein Dip. Also Rathaus 13 auf Rathaus 12 und ja gut, hier, ich glaube, wir haben hier die ganze Woche gegenüber angegriffen. Wir mussten nicht einmal Hit uppen oder dippen oder was auch immer, sondern das ging hier wirklich sehr, sehr gut, auch komplett ohne. Was hat er hier? Hat einen Hybrid dabei. Okay. Und mal sehen, der Gegner hatte hier vermehrt die Super Lakaien in der Clanburg. Die kann man natürlich super giften. Macht er auch, aber er verliert trotzdem seine Queen, oder? Ah, nicht ganz. Okay. Oh, die ist aber auf letzter Rille da. Meine Herren, die ist aber... Dann nimmt er nicht... Jetzt nimmt er erst einen Zauber. Okay, ganz schön spät. Da hinten Zauber gesweckt. Oder gefettfingert, sagt man ja immer, ne? Gefettfingert, passiert, hat er zweimal drauf gedrückt oder aber hat da hinten irgendwas markiert, weil er da vielleicht weiter funneln wollte. Naja, so einen Zauber kann man dann nutzen, indem man da irgendwas reinsetzt, was weiß ich, ein King oder irgendwas, was den Zauber jetzt gerade nutzt, damit er nicht ganz so verschwendet ist, aber was willst du machen? Passiert, euch sicherlich auch. Im Clan Herausforderer, den blende ich gleich nochmal ein, suchen wir auch. Natürlich Rathaus 11, Rathaus 12, Rathaus 13. Wir suchen, streng genommen suchen wir auch Rathaus 10er. Dafür müssten wir aber mehr 10er sein als nur einer oder zwei. Ich sag mal so, dafür müssen wir mindestens so 5 bis 8 10er sein oder sowas, dass wir auch noch dort mit 10ern nicht die Liga spielen, sondern normale Clankriege. Sonst passt das nicht, wenn wir nur einen 10er mitnehmen unten oder manchmal nur einen 11er. Dann bekommen wir Probleme beim Matchmaking, was es ja hier in der Liga nicht gibt, aber im echten Leben mit den normalen Clankriegen, da gibt es ja sowas wie Matchmaking. Hat es mal wieder durchgezuckt. Und deswegen auch dort suchen wir Mitglieder. Ich will mal jetzt so ein bisschen vermehrt Werbung machen, weil dieses interne Such- und Beat-System von Supercell ist ja doch eher recht als schlecht. Und so ein Clan wie die Herausforderer, die findest du eigentlich gar nicht. Außer du kennst sie oder du guckst mal durch, welche Clans haben überhaupt Bedarf. Wer nimmt was auf? Die wenigsten lesen auch mal eine Clan-Beschreibung. Oftmals steht es da ja drin, was gesucht wird. Und die Links übrigens zu Free-to-Play und zu den Herausforderern sind unter jedem meiner Videos. Also dort habt ihr die IDs, könnt ihr euch die Clans ruhig mal angucken. Den Clan-Herausforderer, okay, den braucht ihr euch im Moment nicht angucken, denn der ist zurzeit recht leer. Da haben wir, glaube ich, heute Morgen eine Person reinbekommen. Ich hoffe, die wundert sich nicht ganz so schlimm. Also ihr seht das hier. Kira, Robs, Uschi, Farnsworth und der Chief Alex. Aber hier geht dann die Masse wieder rein und hier suchen wir ab. Haben wir schon geändert, ab 10. Und mal sehen, wenn wir viele, viele 10er hier finden, die aber schon ganz gut sind. Also auch da bitte nicht keine so super gerushten Accounts, und sondern eher so ganz normale Accounts, so will ich es mal sagen. Ja, hier gibt es dann nachher auch Bonus zu verteilen. Recht viel, denn wer recht viel gewinnt, der kann auch recht viel Bonus verteilen am Ende. Und der ein oder andere ist jetzt schon draußen. Ich bin mit Alex jetzt auch schon rausgegangen, weil der heute noch GML spielen muss. Und GML sind wir heute Abend am Start. Also bleibt am Ball hier am Kanal. Nicht auf YouTube, sondern auf Twitch TV. Gibt es heute Abend ab 21.15 Uhr. Ich werde ein bisschen eher da sein, dass wir noch einen kurzen Snack halten können. Und gibt es das GML Elite Match Reckless gegen Spätzle mit Soße. Und guckt einfach auf Twitter oder auf Facebook beziehungsweise in mein Discord. Dann seht ihr auf jeden Fall
immer, wann ich anfange, followt auch gerne den Kanal auf Twitch.tv. Es lohnt sich in jedem Fall, denn ich werde euch morgen erklären, was es damit auf sich hat, dass es hier auf meinem Kanal 10 Goldpässe zu gewinnen gibt. Die nächsten 3 Tage also, oder die nächsten 2 Tage, am Freitag und am Samstag, gibt es Goldpässe bei mir auf dem Kanal zu gewinnen in den Livestreams, die wir dann haben. Aber das erkläre ich euch morgen, wie das geht und was es damit auf sich hat. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute, fast ist Wochenende. Euer Toto. Clasht.